17 Uhr, Bayern 1. Immer gut informiert mit den Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Die Themen: Die NATO plant derzeit keinen Militäreinsatz in Libyen. Streik der Lokführer behindert vor allem die S-Bahnen. BMW macht Rekordgewinn von 3,2 Milliarden Euro. Und das Wetter nachts teils wolkig, teils klar, bis minus 2 Grad. Die NATO will vorerst keine Soldaten gegen das Regime des libyschen Revolutionsführers Gaddafi einsetzen. Generalsekretär Rasmussen sagte, das Bündnis sei zwar grundsätzlich auch zu einem militärischen Vorgehen bereit, dafür seien jedoch die Voraussetzungen derzeit noch nicht erfüllt.